Willkommen zurück zu Life Goes On. Oh, ein neues Element. Eine Kanone. Ich schätze mal, ich muss da oben an den Schalter eine Leiche bringen. Zum Beispiel so. Ja, wunderbar, geschafft. Jetzt kann Kelly Corleone hier durch. Ach, ich liebe dieses Spiel. Das ist so großartig. So, geh mal da aus dem Weg. Ich muss mal hier das da, ne? Das da muss mal ein bisschen schneller sein. Damit hier der nächste Ritter obendrauf und sich rüberschwingen kann, ne? Darum geht's ja im Leben. Dass alle sterben, damit es einer schaffen kann. So, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch zu dem Monster? Ich will hoch zu dem Monster. Ich glaube, das schaffe ich mit der linken Plattform. Aber dafür muss die dann doch noch ein bisschen... bisschen schneller sein. Reicht es schon? Ich glaube, das reicht noch nicht. Nochmal einmal, bitte. Und zwar verstärkend. Das heißt, jetzt. Genau, jetzt sollte das reichen. Yep, und hab's. Oje, reicht es denn hier drüben überhaupt schon? Oder muss da nochmal einer sterben? Nope, sorry, du alter, old-fashioned, keine Ahnung, edle. Du musst jetzt leider edel sterben, wie es deinem Namen entspricht. So, und los geht's. Yay! Einer siegt. Alle für einen, ne? Falls ihr irgendwo das Motto seht, alle für einen oder... keine Ahnung. Ne? Dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Nämlich das hier. So, das dreht das Ganze hier drin eins weiter. Da drin gibt es einen roten, einen blauen, einen grünen Schalter. Der blaue klappt da oben was runter. Der rote... keine Ahnung, was der tut. Ach, ach ja, hier rechts Richtung Ziel sind ja auch noch drei Feuer. Ah, und jeder von den Schaltern. Okay, 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 okay. Ich schätze mal, ich muss hier erstmal eine Runde sterben. Und dann, ach so, ja, da oben ist ja ein Feuer, so wie das aussieht. Genau, ich muss hier mit Hilfe des Bandes erstmal dafür sorgen, dass dieses Rad sich dreht und eins nach dem anderen von den Feuern hier Richtung Ende ausgeht. Genau, ausgeht. So, und dafür muss aber natürlich erstmal, ne, das Feuer aus. Genau. So, als nächstes brauche ich das Förderband. Wie kriege ich jetzt eine Leiche aufs Förderband? Naja, mit der Kanone, ne? Würde ich mal so sagen. Bumm. Und ich glaube, das war es auch schon, so wie das aussieht. Es sei denn... es sei denn, ich sterbe. Natürlich sterbe ich. Meine blöde Frage, wo ist denn... ach, da oben ist das Monster. Hm. Nee, da komme ich gerade nicht hin. Ups, da war ich zu schnell. Nöp. Ich dachte, ich wäre wieder zu schnell gewesen, aber nee, war ich nicht. Hui, alles gut, geschafft. Kommt es, Lori hat es geschafft. Hat den Level besiegt, hat den Level durchgeschafft. Natürlich ganz alleine, denn alle anderen waren ja so blöd und sind einfach gestorben auf dem Weg. Und weil Kommt es, Lori so gut ist, wird sie jetzt... hey, da kann man doch hin, oder? Nee, kann man nicht. Aber hier, ich werde nicht im Feuer sterben, sondern in der Lava. Ey, Moment. Ach, verdammt. Ich habe ja den Checkpoint aktiviert, ne? Seht ihr? Genau das ist das Problem bei dem Spiel. Diese Checkpoints, da muss man höllisch aufpassen. Gymfanticide in process. Apropos mit Checkpoints aufpassen. Moment, wie fährt das jetzt? Ach so. Ja, Moment. Ich will da erstmal... ich will da erstmal hoch. Zu dem Monster und mich fressen lassen. Dafür hätte ich dann doch gerne das Feuer hier. So, nämlich. Und dann das hier. Ah, ich will nicht die Checkpoints aktivieren. Nein, nein. Oh, verdammt. Ach, Mist. Komm schon. Geh mal da hoch.
So, jetzt da, genau. Jetzt keinen Unsinn machen. Nein, ich sagte keinen Unsinn machen. Komm schon. Es will nicht funktionieren. Komm schon, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ich meine, das sieht doch so leicht aus. Und wenn es so leicht aussieht, dann kann es doch nicht schwer sein, oder? Hierdurch? Ja, hierdurch ist super. Und dann da drüber. Ah, siehst du? So, jetzt kurz warten. Und tada! Fump. Bitte schön, Monster. Da hast du deinen. Dein Fressen. So, was muss ich hier tun? Ich muss hier natürlich den Checkpoint aktivieren. Und dann die hier nicht. Damit ich das Feuer wieder auf die andere Seite des Checkpoints bringen kann. Und dann habe ich es geschafft. Ich bin vorbei. Bin ich da nicht hoch? Keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall hier sterben. Moment. Moment. Sehe ich das richtig? Kann ich mit der Kanone den Checkpoint aktivieren? Ja. Yep. Ach, ist das schön. Das ist so herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist so großartig. Ach ja, ein Monster. Da will ich hin. Was tut der Schalter? Uah, die Lava steigt. Ja, ich denke mal, der Schalter lässt die Lava steigen, ne? Da lasse ich mich doch erstmal fressen. Ups. Hier habe ich das geschafft. Keine Ahnung. Aber gut war es nicht. So. Ich würde gerne hier das hier tun. Damit Jenny hier rüber kann. So, jetzt wird der links natürlich verbrannt. Das heißt, genau, das Feuer ist wieder da. Ja, das hatte ich mir so gedacht. So, stirb mal. Machen wir das Feuer aus. Ach ja, richtig. Perfekt. Jetzt verbrennt er unten. Und damit ist der Schalter wieder entdrückt und das nächste Feuer ist aus. Sehr cool. Ah, das sind gar nicht die Schalter, die die Lava triggern. Das passiert einfach nach einer gewissen Zeit. Ich habe gerade nämlich gar keinen Schalter gedrückt. Soll mir recht sein. Gut, komm, eins noch, dann haben wir den Minen durch. Ich kann hier leider nicht aus dem Bildschirm raus oder so laufen. Das täuscht hier so ein bisschen. Das ist so ein bisschen 3D-Grafik, aber es ist ja eigentlich nur 2D. Oh je, ich glaube, da kommt gleich die Lava. Hey! Ah, verdammt. Wie ärgerlich. Ah! Ups. Naja, das macht es einfacher. Das Schöne ist ja, kein Tod ist umsonst. Er macht immer noch das Leben der Nachfolger leichter. Ey, nein, nicht ohne mich. Ja, ist wie im echten Leben, wenn jemand scheitert, hat es meistens jemand anderes dadurch leichter. Dahin. Nein! Was? Hä? Nicht darüber? Ach, da bleib ich hängen. Was tue ich hier? Achso. Okay. Ich will da hoch. Ich brauche hier eine Leiche. So, ne? Nun? Was habe ich dadurch jetzt gewonnen? Keine Ahnung. Ach, hier oben ist das Feuer ausgegangen. Okay. Ups. Nein. So ist gut. Ja, jetzt ist gut. Ja, hoch. Hoch. Ja, weiter. Muss ich springen dafür oder was? Okay. Ja, geschafft. Ups. Ja, der Sieg macht mich warm und toasty inside. Sehr schön. Und da seht ihr, wie weit ich gespielt habe, bis in die Berge. Ich mache mal den ersten Level noch in dieser Folge. Denn bisher geht ihr ja erst knapp 10 Minuten. So, hier links ist nichts. Ah, ein neues Element. Ich kann Stacheln nach innen kippen. Also wozu ist das da? Naja, dafür ist es da. Leider war das zu früh.
hier brauche ich das, genau. Denn dann kann ich hier durch. Und, ich will da hoch. Hoffentlich reicht mir da einer. Ich denke schon, oder? Komm schon. Naja, siehst du. Jetzt habe ich immerhin zwei. Und damit wird es jetzt für den dritten einfacher. Wie gesagt, das ist wie im echten Leben. Wenn jemand stirbt, dann wird es einfacher für die anderen. Nee, was? Moment, warte. Wenn jemand scheitert, dann können die anderen aus den Fehlern lernen und haben es einfacher, genau. Hep! Ja! Friss mich! Ich will sterben! So! Und damit bin ich fertig mit mit dieser Folge und mit dieser Aufnahme. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal, wenn euch das Spiel gefällt, wovon ich aber ausgehe. Bis dahin, auf Wiedersehen!